Ja, moin moin, mal wieder zurück, willkommen auf dem Kanal. Wir sind mal wieder bei Warhammer 40k 8. Edition und ja, ich habe noch so ein, zwei Zusatzregeln, die da so noch in den Gratis-Download-Regeln rumgeschwirrt sind. Und da wollen wir mal kurz drauf gucken. Und zwar ist das das, was hinten noch als Anhang quasi dran war. Die Datenblätter haben wir uns ja am Anfang schon angeguckt. Jetzt haben wir zum Beispiel noch Modifikation von Profilwerten. Die Profilwerte mancher großer Modelle können sich verändern, wenn das Modell Schaden erleidet. Sieh dir die verbliebenen Lebenspunkte des Modells an und schau in die entsprechende Zeile der Tabelle auf seinem Datenblatt nach, um seine aktuellen Profilwerte zu ermitteln. Das ist ganz cool, das ist nämlich das, was ich schon mal gesagt habe, je nach Schaden funktioniert dann das Fahrzeug irgendwie oder die Einheit schlechter. Finde ich ganz cool, kann sich auch weniger bewegen, ist realistisch. Du kannst auch Fähigkeiten und Regeln begegnen, die einen Profilwert modifizieren. Alle Modifikatoren sind kumulativ, aber du solltest Multiplikation oder Division, Brüche aufrunden in Klammern, zuerst auf den Profilwert anwenden, bevor du die Addition oder Subtraktion anwendest. Manche Profilwerte sind Zufallswerte anstatt fester Zahlen. Ein Bewegungswert von 2W6 könnte ein Bewegungswert von 2W6 sein oder ein Attackenwert von W6. Wenn eine Einheit mit zufälligem Bewegungswert zum Bewegen ausgewählt wird, ermittelst du die Bewegungsreichweite der ganzen Einheit, indem du die angegebene Anzahl an Würfeln wirfst. Für alle anderen Profilwerte ermittelst du den Wert auf individueller Basis für jedes Modell jedes Mal, wenn die Einheit attackiert, Schaden verursacht und so weiter. Beachte, dass Profilwerte von, quasi nur Strich, unabhängig von der Quelle, niemals modifiziert werden können und dass die Profilwerte für Stärke, Widerstand und Moralwert eines Modells niemals unter 1 modifiziert werden können. Ja, also, da ist halt einmal kurz nochmal angesprochen, Modifikatoren. Haben wir halt irgendwie Zufallswerte, zum Beispiel 2W6, das heißt einfach, ihr werft halt zwei sechsseitige Würfel und das Ergebnis wird dann addiert von beiden. Oder Attackenwert W6, das heißt, ihr habt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr mit 6 Attacken angreifen, wenn ihr Pech habt, nur mit einer. Und was haben wir noch gelernt? Dass Profilwerte, die einfach nur Profilstrich haben, dass die halt nicht modifiziert werden können, weil die Aktion gibt es dann quasi gar nicht bei dem Modell. Also, ne? Und deswegen, was es nicht gibt, kann nicht modifiziert werden. Und ansonsten dürfen Modifikatoren die Profilwerte für Stärke, Widerstand und Moralwert eines Modells nie unter 1 modifizieren. Ist eigentlich auch logisch. So, dann haben wir hier noch Kodizes für Warhammer. Wir haben ja die lustigen Indexbücher jetzt am Anfang dazu gekriegt, die ich eigentlich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Aber, ja, ihr habt es bestimmt gehört im Internet schon, dass diverse Kodizes schon rausgekommen sind. Und angeblich habe ich ein Gerücht gehört, dass bis Weihnachten alle Kodizes aktualisiert werden sollen und rauskommen für alle Armeen. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hat, komm, ich hau 100 Euro auf den Tisch und hol mir alle 5 Indizes, weil ich gerade mal Bock habe zu wissen, was alle Einheiten können, dann ist das in dem Moment schon wieder hinfällig, wo jetzt die neuen rausgekommen sind oder wenn die neuen rauskommen. Und ja, ich fand diese Indexgeschichte eigentlich ganz cool, weil man halt auch einen Einblick in andere Armeen hatte. Man hatte in einem Buch mehrere drin. Klar, der Fluff und so ist jetzt nicht ganz so rausgekommen, wie wenn man jetzt ein Buch nur für die eine Armee hätte, aber ja, hat alles Vor- und Nachteile. Also man hätte zumindest mal eine kleine Testphase machen können mit den Indizes, bevor die Kodizes rauskommen. Und ja, ob das jetzt gut gemeint war oder Geldmacherei ist, das müsst ihr selbst beurteilen. Ja, ne? So, wir gucken mal. Kodizes für Warhammer 40k. Jetzt weißt du, was ein Datenblatt ist und wie es funktioniert. Ja, das haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Zusammen mit den folgenden Grundregeln und deinen Zitadellen-Miniaturen, ihr Schlachtfeld, Würfeln und Maßband natürlich, hast du alles, was du brauchst, um Spiele von Warhammer 40k zu spielen und in epische Schlachten einzutauchen. Aber wo findest du die Datenblätter? Nun, wenn du eine Box mit Zitadellen-Miniaturen kaufst, sind sie in der Box enthalten. Das finde ich schon mal cool, war früher nicht so. Und sie stehen auch in den Kodizes. Ein Kodex ist die ultimative Informationsquelle für deine auserwählte Armee oder Armeen. Genau, man darf ja auch mehrere haben. Denn er enthält Datenblätter für alle Modelle, die einer bestimmten Fraktion angehören. Aber das ist noch nicht alles. In den Kodizes findest du auch armeespezifische Sonderregeln, die das Wesen der Armee darstellen, aufregende Begabung des Kriegsherrn, Gefechtsoptionen, Ausrüstung und sogar einzigartige Relikte oder Reliquien. Jeder Kodex ist
außerdem reich an inspirierendem Hintergrundmaterial, Informationen zu Organisationen, beeindruckenden Kunstwerken und Fotografien von Miniaturen, Farbleitfäden und Heraldik, die zusammen den Kontext liefern, wie eine Fraktion im Warhammer 40k-Universum funktioniert. Ja, das ist halt das, was ich gerade sagte. Das kommt in den Indexbüchern jetzt nicht so richtig raus, weil ist halt immer ein kurzer Flufftext und ein kurzes Intro zu jeder Armee drin, aber ansonsten ist halt ziemlich rigoros auf die Datenblätter beschränkt und ja. Hat alles sein Vor- und Für und Wider. Ich fand auf alle Fälle die Index-Geschichte auch nicht schlecht. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Dann schauen wir mal weiter hier, was es noch an Zusatzmaterial im Gratis-Download hier gab. Und zwar gehen wir dann in die Schlacht. In die Mission, bevor du in einem Spiel von Warhammer 40k Krieg führen kannst, musst du eine Mission auswählen. Die Grundregeln enthalten eine einzelne Mission. Nichts als Krieg. Die ideal geeignet ist, um loszulegen. Andere sind in anderen Büchern zu finden oder ihr könntet eine selbst entworfene Mission spielen. Also wir haben ja gelernt, dass man auch irgendwie eine historische Schlachten nachspielen kann oder im freien Spiel einfach so wie man mag oder sicher, ne, weiß der Teufel. Ist ja sehr frei geworden. Wenn dein Gegner und du euch nicht auf eine Mission einigen könnt, dann solltet ihr einen Würfel werfen, heute haben wir es dabei, unentschiedene Ergebnisse wiederholen. Oh Mann, oh Mann. Wenn dein Gegner und du euch nicht auf eine Mission einigen können, solltet ihr einen Würfel werfen, unentschiedene Ergebnisse wiederholen und wer am höchsten Würfel entwürfelt, entscheidet über die Mission. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe jetzt auch die Regelvideos ein bisschen alle hintereinander weggemacht. Ihr seht die halt immer jetzt gestaffelt, aber ich sülze schon die ganze Zeit hier in meinem Mikrofon und ja, so langsam kriege ich glaube ich einen Knoten im Kopf und in der Zunge. So, also Mission ist klar, ihr braucht eine Mission, sollt eine Mission spielen, wie ihr Bock habt und wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann könnt ihr halt drauf würfeln. So, das Schlachtfeld. In der fernen Zukunft werden Schlachten auf einer unendlichen Vielfalt seltsamer und fremdartiger Planeten ausgefochten, auf denen kein Land von der Seuche des Krieges verschont bleibt. Kristallmonde, verfallene Space Hulks, fleischfressende Todeswelten und albtraumhafte Dämonenwelten sind nur einige der fantastischen Landschaften, die in jedem Spiel von Warhammer 40k nachgestellt werden können. Das ist ja das Schöne beim Tabletop. Und gerade bei so einem multifunktionellen Tabletop wie Warhammer 40k, sag ich mal, da kann man ja wirklich sich den kranksten Scheiß an Landschaft ausdenken und dem irgendeine Hintergrundgeschichte geben. Gerade jetzt mit den narrativen Spielen auf alle Fälle auch super cool mit den freien Spielen. Ja, ist auf alle Fälle eine coole Sache, finde ich. Wer Tabletop spielt und halt das Hobby mag, sag ich mal, der ist auch Modellbauer irgendwie und es macht auf alle Fälle viel, viel Spaß, auch Gelände zu bauen, auf dem Gelände dann zu spielen, weil, ja, das Auge spielt mit, wie ich immer sage, ne? Bemalte Miniaturen, geiles Schlachtfeld, macht auf alle Fälle sofort viel, viel mehr Spaß, als wenn man mit grauen Plastikpüppchen auf dem Küchentisch spielt, nicht wahr? Also den Luxus sollte man sich gönnen und man muss nicht immer viel Geld dafür ausgeben, klar, man kann viel Geld dafür ausgeben, aber man kann auch mit wenig Geld schöne Sachen basteln und sein Schlachtfeld cool machen und ja, ich kann es euch nur raten, macht Laune. So, ein Schlachtfeld kann jede Oberfläche umfassen, auf der die Modelle stehen können, ein Esstisch zum Beispiel oder der Fußboden. Wir nehmen üblicherweise an, dass ein Schlachtfeld 72 x 48 Zoll groß ist, obwohl manche Missionen andere Größen vorsehen können. Aber es sollte immer groß genug sein, dass all eure Modelle darauf passen. Falls dem nicht so ist, vergrößert einfach das Schlachtfeld. Ja, kann auch interessant sein, größere Schlachtfelder zu haben, wenn man zum Beispiel eine Mission spielt, wo man viele Fernkampfwaffen hat. Ich sag nur Imperiale Armee, Basilisken oder solche Spielchen, wo man eigentlich froh ist, wenn der Feind erstmal weit weg ist und sich sowieso irgendwo verschanzt und aus irgendeiner Ecke ballert. Am besten noch mit Geschossen, die keine Sichtkontakt brauchen, die dann halt irgendwie blind durch die Gegend fliegen und solche Spielchen sind natürlich halt geil, wenn der Feind sich dann erstmal durch den ganzen Bombenhagel nach vorne kämpfen muss. Ja, da kann es auf alle Fälle sehr geil sein, ein großes Spielfeld zu haben und dann natürlich auch über die kurzen Seiten zu spielen, dass also was heißt kurz, ne? Also dass man einmal quer über das ganze Schlachtfeld rennen muss, also an den langen Seiten dran lang und nicht an den langen aufstellt, weil da ist der Feind viel zu schnell da und macht dann irgendwie ne, im Nahkampf Hacke-Hacke auf den schönen Fahrzeugen, das ist doof. Sofern die Mission, die ihr spielt, keine anderen Anweisungen gibt, solltet ihr ein aufregendes Schlachtfeld erschaffen, indem ihr alle Geländestücke aus eurer Sammlung verwendet, die ihr wollt. Generell empfehlen wir, dass in einem Bereich von 24x24 Zoll, das ist neu, das war früher ein bisschen größer definiert, ein bis zwei Geländestücke stehen sollten. Ich dachte, wir sollen auf 24x24 spielen. Macht dir keine Sorgen, wenn dein Schlachtfeld
diesen Anforderungen nicht entspricht, aber denke daran, dass so ein das Spielen auf sehr kleinen oder sehr großen Schlachtfeldern oder solchen, die Ödland sind oder voller Gelände, der einen oder anderen Seite einen Vorteil geben können. So, das war die Geschichte, was ich eben sagte, ne? Wenn er irgendwie schöne Sachen habt, die weit schießen und keine in der Nähe haben wollen, dann ist das sehr optimal. Für Nahkämpfer ist es natürlich dann umso geiler, wenn man über die also nur die kurze Distanz von der Platte, die 48 Zoll bewältigen muss und am besten dann noch mit dem Fahrzeug nach vorne heizt, aussteigt und dann da auf die Fresse haut im Nahkampf. Das ist halt immer je nach Armee und deswegen ist es immer ganz nett, wenn man am besten auswürfelt oder den Zufall entscheiden lässt, was dann nachher für ein Schlachtfeld kommt oder alternativ das Schlachtfeld relativ ausgeglichen macht, je nachdem, wo man aufstellt. Ja, so, Battle Zones und Erweiterungen. Wenn ihr in einer bestimmten Battle Zone kämpft oder eine bestimmte Erweiterung verwendet, mag es zusätzliche Regeln dazu geben, wie das Schlachtfeld aufgebaut wird und Sonderregeln dazu, wie manches Gelände mit euren Kriegern interagiert. Denkt daran, wenn ihr euer Schlachtfeld aufbaut. Ja, es gibt ja hier Death from the Skies oder Städte in Flammen oder weiß der Teufel was, planetare Invasoren. Das waren ja früher alles dicke Regelbücher. Die sind jetzt hier auch in dem Hauptregelbuch mit drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal nach und nach wieder immer extra dicke Bücher werden, aber ich hoffe, dass man alles relativ kompakt hält und nicht wieder in 10.000 Supplements irgendwie versinkt, wo das und jenes und nachher weiß keiner mehr, wo man spielen muss und man steht da mit dem Regelbuch plus einem Kodex plus irgendwie zwei Zusatzbüchern. Das fand ich nämlich bei der 7. Edition am Ende ziemlich gruselig. Ich hoffe, das geht nicht wieder in diese Richtung. Und ja, dieses jährliche Update, ich hoffe mal, dass das klappt, was geplant ist und dass man dann aber trotzdem die Regeln klar strukturiert hält und nicht wieder so ein Bürokraten-Kauderwelsch wie die Schreiberlinge der Space Marines da im, nicht wahr, des Imperiums, im imperialen Palast da vor sich hinschreiben und keiner weiß im anderen Zimmer, was da passiert. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den Fluff gelesen habt, nicht wahr? So, lange Rede, gar keinen Sinn, weiter geht's. Dann kommen wir nämlich zum Kriegsherrn und der Kriegsherr, der hat auch immer eine Begabung. Der Kriegsherr, wenn du deine Armee versammelst, ernennst du eines deiner Modelle zu einem Kriegsherrn. Wenn ein Kriegsherr ein Charaktermodell ist, kann er eine Begabung des Kriegsherrn verwenden. Eine bevorzugte Taktik oder persönliche Fähigkeit, die ihn von seinesgleichen abhebt. Unmittelbar bevor die Spieler damit beginnen, ihre Armeen aufzustellen, kannst du auf der Tabelle der Begabung des Kriegsherrn hier würfeln, um festzustellen, welche Begabung des Kriegsherrn dein Kriegsherr hat. Alternativ kannst du die Begabung auswählen, die am besten zum Temperament oder Kampfstil deines Kriegsherrn passt. Da sehen wir hier rechts eine Tabelle und ja, da werfen wir ein W3 bzw. ein W6, hatte ich ja erklärt, wie man das da macht, ne? Man macht 1, 2 für 1, 2, 3 für 2 und was habe ich gesagt? 1, 2 für 1. 3, 4 für 2 und 5, 6 für 3, nicht wahr? Aber das hatten wir ja schon mal. Schauen wir mal hier. Begabung. Bei der 1, legendärer Kämpfer. Wenn dieser Kriegsherr in der Angriffsphase angreift, addierst du 1 auf seinen Attackenwert bis zum Ende der Nahkampfphase dieses Zuges. Also eine Attacke mehr. Bei 2, inspirierender Anführer. Befreundete Einheiten innerhalb von 6 Zoll um diesen Kriegsherrn dürfen einen auf ihren Moralwert addieren. Also die hauen dann nicht so schnell ab, beziehungsweise man verliert dann keine, also zumindest weniger Modelle. Sehr zäh ist bei einer 3. Wirf jedes Mal einen Würfel, wenn dieser Kriegsherr einen Lebenspunkt verliert. Bei einer 6 schüttelt er den Schaden ab und verliert diesen Lebenspunkt nicht. Das ist ziemlich cool. Ist zwar relativ gering, dass man eine 6 würfelt, aber dafür den Schaden negieren ist auf alle Fälle nicht schlecht. So, und nun ist die Zeit gekommen für die eine Mission, die hier bei liegt. Und zwar lautet sie nichts als Krieg. Und da schauen wir mal rein. Die Zeit ist gekommen, zu beweisen, dass du der größte Kriegsherr der Galaxis bist. Ja, ne, Bescheidenheit war ja noch nie so irgendwie die Stärke von Games Workshop. Alles, was zwischen dir und dem absoluten Ruhm steht, ist der Feind, der dich vernichten will. Ja, wenn es mehr nicht ist. Wir schauen einfach mal hier rein. Und zwar Armeen. Um diese Mission zu spielen, musst du erst eine Armee aus den Miniaturen deiner Sammlung zusammenstellen. Du kannst beliebige Modelle in deine Armee aufnehmen. Manchmal mag es sein, dass du nicht genug Modelle hast, um eine Einheit in Mindeststärke, diese steht auf den Datenblättern, jede Einheit aufzustellen. Wenn dies der Fall ist, darfst du immer noch eine einzelne Einheit dieses Typs mit den Modellen, die du besitzt, in deine Armee aufnehmen. Also, ne, da sind sie mal ganz großzügig. Wenn man noch nicht genug gekauft hat, dann darf man das auch so machen. Aber man möchte halt, wenn man spielt, dann auch, gerade wenn man länger spielt oder vielleicht sogar Turnier spielt,
Auf alle Fälle eine gescheite Armee haben, die auch gescheit aussieht, die gescheit funktioniert und ja, nicht wahr? Das Schlachtfeld. Baut das Schlachtfeld auf und stellt Gelände auf. Die Spieler platzieren dann Missionszielmarker, die taktisch oder strategisch wichtige Orte darstellen, die ein oder beide Armeen sichern wollen. Missionszielmarker können durch passende Marker oder Geländestücke dargestellt werden. Jeder Spieler darf zwei Missionszielmarker überall auf dem Schlachtfeld aufstellen, solange sie mindestens 10 Zoll von anderen Missionszielmarkern entfernt sind. Wir schlagen vor, dass die Marker abwechselnd platziert werden, wobei der Spieler beginnt, der höher gewürfelt hat. Ein Spieler kontrolliert ein Missionsziel, das ist jetzt wichtig, wenn sich mehr Modelle seiner Armee innerhalb von 3 Zoll um den Marker befinden als gegnerische Modelle, von der Mitte des Markers gemessen. Also Radius ziehen, 3 Zoll und wer die meisten Modelle hat, der kontrolliert das Ziel. Kann am Ende dann vom Zug wichtig sein, wenn halt gesagt wird bei manchen Missionen pro kontrollierten Missionsziel oder wer Missionsziel 3 kontrolliert, der kriegt jetzt 3 Siegespunkte oder so ein Scheiß halt, ne? Dafür ist das halt praktisch. So, oder wenn man halt eine Mission spielt, wo alle Missionsziele eingenommen werden müssen, was meistens sehr schwer ist, weil die Armee vom Gegner sich halt auch irgendwo aufhält und man den dann auch noch kriegen muss. Das läuft dann meistens schon auf totale Vernichtung hinaus, aber egal. Ihr seht, man kann auf alle Fälle viel machen. Primärziele, die wir hier haben. Bevor die Armeen aufgestellt werden, würfeln die Spieler gegeneinander. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis würfelt dann einmal auf der Primärzieltabelle rechts, um die Primärziele der Mission zu ermitteln. Die schauen wir uns mal eben an. W3 Siegesbedingungen. Nummer 1, töten und sichern. Am Ende der Schlacht erhält jeder Spieler zwei Siegespunkte pro Missionszielmarker, den er kontrolliert. Ja, wie ich eben gesagt habe, nicht wahr? Zusätzlich erhält jeder Spieler W3 Siegespunkte, falls der Kriegsherr der gegnerischen Armee während der Schlacht getötet wurde. Also nochmal Anreiz, halt den Kriegsherrn auch um die Ecke zu bringen. Beinahe 2, uraltes Relikt. Wählt zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber bevor der erste Zug beginnt, zufällig einen Missionszielmarker aus. Entfernt alle anderen Missionszielmarker vom Schlachtfeld. Am Ende der Schlacht erhält der Spieler, der den verbleibenden Missionszielmarker kontrolliert, 6 Siegespunkte. Okay, also da ist natürlich fett, da gibt es dann nicht so verteiltes Verstecken, wo man dran geht an die Dinger und versucht, möglichst viele zu kriegen, sondern da gibt es auf die Schnauze und King of the Hill quasi, wer das am Ende hält, der kriegt auf alle Fälle fett Siegpunkte. So, und dann haben wir noch 3, das ist Vorherrschaft. Am Ende jedes Zuges, also ja, wie es halt sagt, also öfter halt, erhält jeder Spieler einen Siegespunkt pro Missionszielmarker, den er kontrolliert, addiert die Siegespunkte nach jedem Zug auf. Also da sammelt man halt Siegpunkte und ja, ist halt, wie eben schon angesprochen, sind halt so die klassischen Möglichkeiten. Ja, Aufstellung. Sobald die Siegesbedingungen festgelegt sind, teilt der Spieler, der nicht auf der Primärzieltabelle gewürfelt hat, den Tisch in zwei gleich große Hälften. Sein Gegner entscheidet dann, welche Hälfte seine eigene Aufstellungszone ist und welche Hälfte die Aufstellungszone des anderen ist. Also ihr merkt, das ist dann halt so ein bisschen gerechter verteilt, sag ich mal, wer dann halt nicht gewürfelt hat, der darf dann halt da loslegen. Die Spieler stellen dann abwechselnd ihre Einheiten auf. Eine nach der anderen, wobei der Spieler beginnt, der nicht seine Aufstellungszone gewählt hat. Auch hier wechselt es dann halt wieder hin und her. Modelle müssen in ihren eigenen Aufstellungszonen aufgestellt werden und dabei mehr als 12 Zoll von der gegnerischen Aufstellzone entfernt bleiben. Stellt Einheiten auf, bis beide Spieler alle Einheiten ihrer Armee aufgestellt haben oder euch der Platz für die Aufstellung weiterer Einheiten ausgeht. Ja, ne, auf so kleinen Tischen kann es dann schon voll werden. Machtstufe. Bevor die Schlacht beginnt, ermittelst du die Machtstufe jeder Armee, indem du die Macht aller aufgestellten Einheiten in der Armee addierst. Also diese Machtpunkte, ne? Da könnt ihr dann halt das hochrechnen. Der Spieler mit der kleineren Machtstufe ist der Außenseiter. Wenn beide Spieler die gleiche Machtstufe besitzen, ist der Spieler, der die Aufstellzonen zugeteilt hat, der Außenseiter. Wenn die Differenz der Machtstufen der beiden Armeen 10 bis 19 beträgt, erhält der Außenseiter einen Befehlswiederholungswurf. Wenn die Differenz 20 bis 29 beträgt, erhält der Außenseiter zwei Befehlswiederholungswürfe und so weiter. Jeder Befehlswiederholungswurf darf einmal verwendet werden, um zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Schlacht einen einzelnen Würfel neu zu würfeln. Kann im entscheidenden Moment auf alle Fälle Gold wert sein. Und ja, hängt halt von der Differenz der Machtverhältnisse ab. Bei 10 bis 19 halt ein, bei 20 bis 29, ihr seht immer in 10er Schritten gibt es zwei und so weiter und so fort. Nur ihr solltet halt, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie eine Situation oder eine Schlacht nachspielt, wo halt einer tierisch in der Unterzahl war, solltet halt gucken, dass das relativ fair bleibt, weil sonst hat der eine Spieler wahrscheinlich ziemlich schnell keinen Bock mehr auf die Runde und ja.
So, erster Zug. Der Außenseiter entscheidet, wer den ersten Zug hat. Außenseiter war ja definiert, nicht wahr? Dauer der Schlacht. Die Schlacht geht über 5 Schlachtrunden oder bis eine Armee alle ihre Feinde getötet hat. 5 Runden ist hier halt der Klassiker. Sind halt Vorgaben. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Missionen machen. Und ihr könnt natürlich auch dann nach der 5. nochmal würfeln und entscheiden, bei ab der 5. geht es auf eine 4 weiter, aber 6. geht es auf eine 5 weiter und so weiter und so fort, dass ihr halt irgendwie eventuell noch ein paar Runden rausschinden könnt, wenn ihr wollt, aber das solltet ihr vorher alles festlegen. Das hier sind jetzt halt die vorgegebenen Bedingungen und ja, dann nehmen wir die auch. Siegesbedingungen. Wenn eine Armee alle ihre Feinde getötet hat, erringt sie einen großen Sieg. Andernfalls erringt der Spieler, der die meisten Siegespunkte hat, einen großen Sieg. Wenn beide Spieler am Ende der Schlacht gleich viele Siegespunkte haben, erringt der Außenseiter einen knappen Sieg. Also ihr seht, hier ist dann auch die Geschichte mit dem Außenseiter wieder relevant und das, obwohl das ganze Spiel schon durch ist. Tja, und das, liebe Zuhörer, das war schon das ganze Grundregelwerk, die Kriegsfibel für Warhammer 40k, die 8. Edition. Und ihr seht, es ist nicht viel. Es ist sehr runtergekürzt auf alle Fälle. Zum Beispiel gibt es irgendwie gar keine richtigen Fahrzeugregeln mehr. Falls irgendwer, also ich habe wie ein Blöden erstmal in dem Buch rumgeblättert, ich habe das durchgelesen, also jetzt die Grundregeln und dachte, ey, wo zum Teufel sind denn die Fahrzeugregeln? Aber die Fahrzeuge, die sind jetzt einfach, sag ich mal, bessere Einheiten, die einfach mehr Lebenspunkte oder was haben. Und ja, Transporter halt haben wir gesehen, die Ausnahme. Und ansonsten ist das alles ein Brei, möchte ich mal sagen. Ob das jetzt so das Gelbe vom Ei ist, ich muss das mal ein paar Mal testen. Und wie gesagt, mein Fazit kommt auf alle Fälle auch noch. Wenn ihr schon weiter seid, dann könnt ihr gerne schon mal irgendwie euren Senf unten drunter schreiben oder könnt das nachher halt beim Fazitvideo machen. Das ist auf alle Fälle die 8. Edition. Ob es die Edition ist, die ihr euch gewünscht habt, das müsst ihr selber entscheiden. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne einen Haufen Kommentare da. Ich freue mich über jeden. Was ihr jetzt da gut findet, schlecht findet, ob es euch geholfen hat, das Video. Wie gesagt, ich habe es halt einfach vorgetragen und habe meinen Senf noch ein bisschen dabei gepackt. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man das so alles ein bisschen erzählt kriegt. Da kann man dabei nämlich noch basteln oder andere Sachen machen und nochmal auf Stopp drücken. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne was drunter. Ich freue mich immer auch über jeden Daumen, natürlich über jedes Abo. Das war jetzt erstmal die Tutorial-Reihe. Das Fazit, das kommt, nachdem ich ein paar Spiele gemacht habe. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.